So, in dem Video soll es jetzt mal um die Eingabe und die Rechnung mit Brüchen gehen und auch, wie kann ich Brüche in Dezimalzahlen, in Kommazahlen umwandeln. Zunächst mal eine einfache Rechnung, die gerechnet werden soll. So, dazu kümmern wir uns jetzt zunächst mal um die Eingabe von diesen Bruchzahlen. Nun ist es so, ich kann natürlich einen Bruch immer auch verstehen als eine Teilungsaufgabe. Also ein Bruch wäre ja, wenn ich 1 durch 1/2 rechne. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Bruch 1/2 auch eingeben, indem ich quasi einfach hier 1 durch 2 rechne. Und das Ergebnis ist dann eben die Zahl 1/2. So, jetzt möchte man aber gerne meistens auch mal umrechnen können in eine Kommazahl. Das sollte man bei 1/2 eigentlich auch können, aber wir nehmen einfach eine bekannte Zahl, damit man das eben einfacher machen kann. Und dazu gibt es hier zum Umrechnen in eine Kommazahl diese Taste hier, S und D, Doppelpfeil. Das bedeutet, ich kann also hin und her rechnen. In diesem Fall wird also die 1/2 zu 0,5. Und umgekehrt, wenn ich nochmal drücke, wird aus der 0,5 dann 1/2. So, anstatt das so einzugeben, möchte ich es aber direkt eingeben, sodass ich also die Bruchzahl bei der Eingabe direkt erkennen kann. Und da gibt es eine Funktionstaste dazu, und zwar diese hier. Man sieht ja hier drauf schon einen Bruchstrich, oben und unten ein Kästchen. Wenn ich da mal drauf drücke, dann bekomme ich 2 leere Kästchen, wie man sie auch zum Beispiel auch schon beim x hoch 2 gesehen hat, als die Stellen, wo ich etwas eingeben muss. Das heißt, wenn ich jetzt da 1/2 eintippen will, bekomme ich zunächst mal hier oben die 1, weil ganz einfach die Einfügemarke oben war. Und wenn ich unten was schreiben will, muss ich dann eben mit der Pfeiltaste nach unten gehen, damit die Einfügemarke unten ist. Und dann habe ich meine 2. So, plus 1/3. Wenn ich jetzt das Plus drücken würde, solltet ihr euch vorstellen können, was passiert. Das Plus erscheint allerdings hinter der 2, und zwar unten eben im Nenner. Und das ist ja nicht richtig. Das würde ein falsches Ergebnis geben, wenn ich da jetzt plus 1/3 rechnen würde. Also lösche ich das Plus. Damit ich hier hinten dran schreiben kann, muss ich mit den Pfeiltasten wieder einmal nach rechts gehen. Und dann ist die Einfügemarke direkt auf Höhe des Bruchstriches. Und dementsprechend kommt auch das Plus da jetzt hin. So, zur Eingabe von 1/3 kann ich jetzt entweder die Taste zuerst drücken oder ich fange schon mal an, 1, und drücke dann das Ganze, hier diese Bruchtaste, und geht ein bisschen schneller vielleicht. So, das Ergebnis ist 5/6. Könnte man noch mal im Kopf gerade nachrechnen, stimmt aber auf jeden Fall. So, 5/6. Da probiere ich mal wieder diese Taste zum Umrechnen. Und dann kommt jetzt 0,8 Periode 3. Bei einem Bruch mit dem Nenner Sechstel habe ich eben eine periodische Zahl. Und das ist hier eben über die 3 verdeutlicht. Wenn ich jetzt nochmal hier drauf drücke, wird allerdings nicht zurück umgewandelt in 5/6, sondern es kommt eine andere Anzeige. Was man sieht ist 0,8 und dann ganz viele 3. Ich habe hier insgesamt 10 Nachkommastellen und das ist quasi die Genauigkeit, die jetzt hier vorgegeben ist, mit der gerundet wird. Man sieht im Grunde genommen, dass nicht das gerundet wird, aber es würde ja hier weitergehen, diese Periode 3, also lauter 3, auch hier danach 3, 3, 3, 3 und so weiter. Wenn man bei 3 aber abrundet, sprich diese Zahl bleibt hier, ist das hier eben immer noch eine 3 und es ist eben tatsächlich gerundet. Wenn wir uns mal ein anderes Beispiel betrachten,
wie zum Beispiel zwei Drittel. Und das hier umwandeln, dann sieht man, dass hier gerundet wird. Das sind also 10 Nachkommastellen und deine 7. Zur Erinnerung, das würde ja sein 0, Periode 6, also ganz, ganz viele 6er hinten dran. Das heißt, auch an der 11. Stelle wäre eine 6 über 5, also wird die Stelle davor aufgerundet und deshalb da die 7. Ich habe gerade eben noch mal eine andere Rechnung eingegeben, und zwar habe ich hier 2 Drittel plus 1 und habe das Ganze gerundet. 2 Drittel plus 1, das ist ja als Bruch 5 Drittel und 1, Periode 6. Was man jetzt hier sieht, wenn man mal zählt, ich habe jetzt hier nur 9 Nachkommastellen mit der Stelle vor dem Komma, zusammen sind das wiederum 10. Man sagt dazu, dass das 10 geltende Ziffern sind. Wenn es 0, Periode 6 ist, dann zählt die vorne dran, also nicht als geltende Ziffer dazu. So, die Rechnung, die wir jetzt hier hatten, die war sehr einfach. Jetzt soll auch mal ein bisschen eine schwierige Aufgabe kommen. Ich überlege mir eine und schreibe sie auf und wir rechnen sie dann mit dem Taschenrechner. So, jetzt mal eine etwas schwierigere Rechnung. Ja, die Frage ist jetzt, wo fängt man an? Beim Taschenrechner bisher waren wir gewohnt, dass man einfach sagt, ich fange einfach an einzutippen. Ich würde jetzt bei so einer schwierigeren Rechnung das Ganze ein bisschen anders machen. Und zwar muss man sich überlegen, was habe ich jetzt hier für eine Rechnung? Und die Hauptrechnung, das ist sozusagen die, die als letzte durchgeführt wird, ist der Bruch, beziehungsweise diese geteilte Aufgabe hier. Das heißt, ich habe eben hier im Zähler eine Rechnung und im Nenner eine Rechnung. Und wenn das ausgerechnet worden wird, dann muss ich als letztes noch teilen. Das heißt, wenn ich das jetzt eingeben will, gebe ich quasi den Bruchstrich vor und ergänze jetzt in Zähler und Nenner jeweils die Aufgabe. So, fangen wir mal an. 3 plus. Da die Einfügemarke noch oben steht, wird also da auch weiter eingegeben. Jetzt zu diesem 1/7. Das ist ja ein sogenannter gemischter Bruch. Diesen gemischten Bruch kann ich natürlich auch als echten Bruch eingeben, aber der Taschenrechner bietet mir auch hier oberhalb der Bruchtaste, die wir schon verwendet haben, steht in beige noch was anderes, nämlich eine Möglichkeit, einen solchen gemischten Bruch einzugeben. Und dazu muss ich also die Shift-Taste verwenden und drücke dann hier drauf. Und dann habe ich eben 3 Stellen, an denen ich etwas eingeben kann. Wichtig ist, ich muss jetzt wieder mit den Pfeilen navigieren, dass ich an der richtigen Stelle alles eingeben kann. So, funktioniert genauso wie sonst auch. Da, wo leere Kästchen sind, muss irgendetwas stehen und ich bewege mich mit den Pfeiltasten, bis ich an den Stellen bin, wo ich etwas verändern, ergänzen oder auch löschen will. So, jetzt zum Nenner. Ich muss nach unten, hier in dieses Eingabefeld, also drücke ich einfach, hier geht es direkt mit einem Tipp. So, 5 minus. So, jetzt habe ich hier einen Doppelbruch. Auch hier wieder die Überlegung für diesen Teil, den ich rechnen will. Was ist hier die Hauptrechnung? Das ist eben erstmal dieser Bruchstrich. Und das ist eine Unterrechnung. Und in diesem Fall mache ich es eben dann so, dass ich zunächst mal diesen Bruchstrich eingebe. Ich kann die 1 eingeben und das auch später machen. Und jetzt muss hier unter diesem Bruchstrich nochmal ein Bruch. So, und wenn das ganz eingegeben ist, sehe ich nicht mehr so viel. Ja, die Rechnung ist so hoch, dass nach oben hin nicht mal alles auf das Display zeigt. Aber dieser Pfeil hier, der deutet an,
dass ich also noch weiter nach oben gehen kann und dann kann ich eben wieder in der Rechnung was verändern. Genauso, wenn es nach unten noch weiter ist, weiter geht diese Formel und diese Rechnung, dann eben hier ein Pfeil nach unten. Aber egal, wo ich gerade mit der Eingabemarke bin, mit dem Cursor, das Ergebnis ist hier zu sehen. Auch hier kann ich wieder natürlich umwandeln. Das Ganze ist jetzt keine periodische Zahl, also gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie das vorhin auch schon bei dem 1,5 der Fall war. So. Jetzt möchte ich euch gerade noch was zeigen. Und zwar hatten wir jetzt ja die Situation gehabt, jetzt bei dem 1/3 zum Beispiel, dass man hier ja drei Möglichkeiten zur Anzeige bekommt. Häufig kommt es ja vor, dass in Aufgaben gerundet wird oder gerundet werden soll. Zum Beispiel, gib mit einer Nachkommastelle an. Das kann man den Taschenrechner auch anzeigen lassen. Generell möchte ich aber mal warnen, natürlich der Taschenrechner macht euch das alles, aber erstens mal, die Rechnung ist sehr aufwendig, beziehungsweise vor allem die Eingabe ist sehr aufwendig und ihr müsst euch eben diese ganzen Funktionen merken. Gut, wenn man es kann, ist es sicherlich nicht schlecht. Aber natürlich ist es viel besser, wenn man das eben von sich aus kann. Der Taschenrechner kann natürlich euch insofern helfen, dass er euch das Ergebnis zeigt und ihr könnt kontrollieren, ob ihr es verstanden habt. Mit der Zeit sollte das nämlich eigentlich auch wirklich machbar sein. So, um jetzt immer eine bestimmte Anzahl an Nachkommastellen zu haben, muss ich eine Einstellung vornehmen und die geschieht hier im Setup, also Einstellung. Auch das ist wieder in beige geschrieben, also muss ich die Shift-Taste drücken. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwas einzustellen. Und zwar verwenden wir jetzt hier Fix, also eine fixierte Anzahl an Nachkommastellen. Also hier steht vorne dran eine 6. Und jetzt wird gefragt 0 bis 9. Also hier geht es darum, wie viele Nachkommastellen will ich haben. So, wir testen es. Hier steht jetzt übrigens die Anzeige fix. Das heißt, es ist eben dieser Fix-Modus eingestellt. Wenn ihr euch wundert, dass eben eine Anzeige zu wenig Nachkommastellen hat und das fix da ist, dann solltet ihr das ausschalten, wenn ihr mehr haben wollt. Gucken wir mal kurz. 0,3 wie gewohnt, 0,3 wie gewohnt und jetzt habe ich hier nur eine Nachkommastelle. Wir probieren gerade mal eine andere Anzahl an Nachkommastellen aus. Jetzt habe ich gerade vergessen, die Shift-Taste zu drücken. 6 und 3 Nachkommastellen. So, eben entsprechend 3 Nachkommastellen. Das einfach immer so zu kürzen, denke ich, ist nicht unbedingt notwendig. Die Kommazahl kriegt er ja hier mit Hilfe dieser Taste angezeigt. Und das Runden sollte ehrlich gesagt auch ohne diese Fix-Taste gehen. Der Nachteil ist nämlich, dass ich eventuell eine Zahl runde, die ich ganz genau mit ein paar Nachkommastellen angeben könnte. Und ich weiß es nicht, dass es ganz genau ist. Deshalb schalten wir es besser aus. Und das geht auch wieder hier über dieses Setup, Shift, Setup. Und da gibt es hier unter Punkt 8 Norm wie normal. Übrigens, SCI ist sowas ähnliches wie Fix, aber das ist eher für später so Klasse 9 frühestens 10 bzw. frühestens 9 interessant. Also entweder fix oder norm, damit ich wieder meine normale Anzeige habe. So, wieder 10 Nachkommastellen. So, noch einen kleinen Tipp zu Hochzahlen. Wenn ich ein halb hoch 2 rechne, muss ich als, oder wenn ich das so hinschreibe, immer eine Klammer hinsetzen.
Das geht im Rechner auch ohne Klammer. Und zwar, wenn ich hier den Bruch 1/2 eingebe und ich möchte den hoch 2 rechnen, dann muss ich darauf achten, dass der gesamte Bruch hoch 2 gerechnet wird. Wenn ich jetzt wieder hier drücken würde, die hoch 2, sieht man, dass die 2 im Nenner erscheint. Das heißt, es würde nur die 2 quadriert werden. Damit der gesamte Bruch hoch 2 gerechnet wird, müsste ich das hier hinten dran machen. Das gilt dann auch eben für den gesamten Bruch, obwohl ich jetzt nicht wie hier eine Klammer geschrieben habe. Also eine kleine Sache, die ihr beachten müsst, falls es mal verwendet wird. Im nächsten Film geht es um Prozentrechnen. Da gibt es einige Möglichkeiten, den Taschenrechner zu verwenden. Aber es gibt auch ein paar Möglichkeiten, Fehler zu machen, wenn man das Prozentsymbol verwendet. Und von daher wollte ich euch dazu ein paar Kleinigkeiten sagen.